Hallo und herzlich willkommen zum Video. Heute mit dem nicht ganz so schönen, aber recht häufigen Problem Verstopfung in der Schwangerschaft oder auch im Wochenbett und was du dagegen tun kannst. Verstopfung in der Schwangerschaft hat man leider recht häufig. Durch die Hormone hat man eine herabgesetzte Darmbewegung und viele Frauen unterschätzen auch ihren Flüssigkeitsbedarf in der Schwangerschaft. Das heißt, sie trinken einfach zu wenig. Das ist wirklich der Hauptgrund und du solltest deshalb unbedingt deine Trinkmenge erhöhen, wenn du unter Verstopfung leidest oder festen Stuhlgang hast. Und einen weiteren Trick, mein Lieblingstipp, den zeige ich dir jetzt. Dafür brauchst du gar nicht viel, du brauchst einfach einen halben Liter Wasser, den du dir in ein Gefäß tust und einen guten gehäuften Esslöffel Leinsamen, die du da reingibst. Wichtig ist jetzt, wichtig ist immer, dass du die Leinsamen einweichst. Ich mache das immer gerne über 24 Stunden. Und danach tut ihr alles in einen Mixer. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Oder aber ihr benutzt einen Pürierstab. Und das Ganze wird jetzt einmal durchgemixt. Die Masse muss jetzt nicht ganz homogen sein, das können ja auf jeden Fall noch so kleine Stückchen drin sein, das ist gar kein Problem. Wenn ihr jetzt wirklich schon starke Probleme habt, dann gebt gerne noch einen Esslöffel Olivenöl dazu. Und das könnt ihr euch wirklich jeden Tag vorbereiten, jeden Tag trinken. So, das war's auch schon. Probiert das gerne mal aus. Stell dir ruhig direkt 2 bis 3 Liter Wasser mit dazu, damit du auch dran denkst und auch mal siehst, wie viel du eigentlich trinkst. Und dann dürftest du eigentlich bald keine Probleme mehr haben. Gib dem Ganzen vielleicht so 2 bis 3 Tage Zeit und dann solltest du eine deutliche Besserung merken. Wenn das für dich hilfreich war, lass mir gerne einen Daumen da und abonniere den Kanal für weitere Tipps. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!